Hallo, ich bin schüchtern, aber ich probiere es trotzdem. Hallo, da sind mal wieder die beiden Bekloppten. Heute mal wieder solo unterwegs, also nur wir beide. Solo. Ja, so richtig solo und im Team Zweiergrüppchen. Grüppchen. Ja, eine weitere Sache von Let's Play Together. Steven? Und den Basti. Ist gerade eigentlich Tag oder wird's gerade Nacht? Ich glaube, es ist Tag. Das war ja auch die eine Sache, die ich gerade nachgeguckt habe. Okay, es wird Nacht. Ob Daylight Circle an ist, weil wir das ja bei der letzten Aufnahme verplant hatten. Ja, gut, dann lass uns mal ins Bett. You can only sleep at night. So, wir haben auch, wenn auch schon ein Tag nach der letzten Aufnahmesession damals, auch ein Thema über den Twitter-Hashtag LPTS4. Wir hatten aufgenommen, das kann ich mal kurz verraten, wir hatten aufgenommen am 10. August und am 11. August kam das Thema. Natürlich, weil ich. Hey, das hier ist wie so eine Lemming-Falle. Nein, das ist wie gewohnt. Ich werde das jetzt auch für euch dann hier gleich einblenden, wenn ich das jetzt vorlese. Das mache ich jetzt immer so. Und zwar haben wir ein Thema vom Pixelkuchen, der ja irgendwann hier auch mal gerne mal als Gast dabei sein will. Und zwar schrieb er Hashtag LPTS4. Was würdet ihr davon halten, wenn Menschen fliegen könnten? Wie wäre es dann mit den Flugzeugen? Oder gar mit dem Verkehr? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Haben wir gerade einen Professor anwesend, der uns das beantworten kann? Ich mach mal das Redstone hier mal weg. Ja. Tust du mir jetzt einen Gefallen und erzählst das bitte dieses Mal jetzt ohne Laggen? Tut mir leid, wenn ich lagge. Ich kann nichts dafür, wenn meine Mutter unten im Internet ist. War nur geil, weil ich glaube, du wolltest da immer was reden und ich dachte, und ich hörte nur noch so. Mehr habe ich nicht Hat rausgehört. was? Oh Mann, ey, ich schalte gleich auf Handy-Internet. Punkt. Also an sich, Menschen fliegen. Warte, Sehr komisch aus. ich geb da einfach mal ein Zitat von SpongeBob. Oh Mein nein. Opa hat immer gesagt, wenn Menschen fliegen können, dann würde ihnen Flügel gewachsen sein. Ja. Nein, also es sieht recht komisch aus. Und ich könnte mir auch, wenn ich ehrlich bin, jetzt großmäßig das gar nicht vorstellen, wie das wäre, weil man ist es gewöhnt, dass es nicht so ist. Und dann stell dir mal vor, dir würde jetzt so ein Mensch um die Ecke kommen, der einfach mal fliegt. Da denkt man sich nur noch so, what the fuck? Der einfach mal so fliegt. Ja, wenn er fliegen könnte. Ja, du weißt schon. Jedenfalls, also, ja, also. ja, also. Nein, ich Beste weiß, wie du es Kommunikation. meinst. Nur, ich denke mal, dass wenn die Flugzeuge, also wenn wir Menschen fliegen könnten, würden die Flugzeuge natürlich überflüssig sein. Dementsprechend wären eventuell sogar technische Errungenschaften, wie zum Beispiel Raumfahrt und so weiter, flöten gegangen. Weil dann hätten wir auch in den Weltraum fliegen können. Ja, wie gesagt, das mit den Flugzeugen gibt dann gar keinen Sinn. Und an sich der Verkehr. Ich denke mal, er meint so jetzt die Autos, LKWs, Busse und bla. Ob die dann noch irgendeinen Sinn ergeben würden. Schätze Also ich jetzt mal. ich glaube, öffentliche Verkehrsmittel wären dann echt für den Arsch.
Ja, weil du kannst dich ja nur noch kannst dich ja ab dann fliegend bewegen. Das ist ja nicht die Sache. Und ich sollte vielleicht irgendwas machen, anstatt hier dumm rumzulaufen. Da du dich ja fliegend bewegen kannst, kannst du ja auch fliegen statt. Also von fahren. Dir aus fliegen. Fliegen statt fahren, genau. Genau. Gut. Tour Man. Vielleicht klappt das irgendwann mit. Irgendwas lassen sich einfallen, aber jetzt so von Natur aus. Glaube ich eher nicht, dass das wirklich klappt. Also, das gibt's ja nicht. Und. Ja. Also genau. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es von der Evolutionsgeschichte eigentlich ja total interessant, wenn sich die Menschen von den Primaten ja eh schon abgespalten haben und dann sogar noch fliegen könnten. Was das wäre ist, dann sind wir aber ganz komische Menschen, wenn ich ehrlich bin, oder nicht? Ja, aber das wäre evolutionstechnisch echt eine sehr interessante Frage. Ja, sei mal dahingestellt. Ich meine, keine Ahnung, wir kennen es jetzt, dass wir nicht fliegen können und... Ja. Aber man weiß, was die Evolution sich irgendwie noch einfallen lassen tut. Man kennt das ja. Irgendwas ändert sich ja immer irgendwie, ja? Yep. Aber ich würde auch mal sagen... Die Leute, die das Video schauen, können ja mal in die Kommentare schreiben, was sie von diesem Thema halten würden. Genau. Einfach nur, genau und Ende. Ja gut. Vielleicht haben die ja eine andere Meinung als wir und keine Ahnung, kann ja sein. Ja gut, das kann natürlich sein. Ich meine, jeder hat seine eigene Meinung. Nur ich fände es, glaube ich, ehrlich gesagt auch ziemlich bemerkenswert, wenn wir fliegen könnten. So die Möglichkeiten, die uns dann auch entsprechend da sind. Natürlich stehen uns viele Möglichkeiten offen. Nur wobei ich mich dann auch frage, wieso hatte ich nicht damals in meinen Wegpunkten den Latest Dev ausgeschaltet? Egal. würde ich mich dann fragen, wie das bei manchen halt aussehen würde, weil wie läuft das denn? Es ist ja halt auch gewohnt, man kennt es ja, dass es viele übergewichtige Menschen gibt. Gut, ich habe jetzt auch einige Pfund an mir kleben. Wie schwierig hätten es die? Frag ich mich da. Weil die, weil durchs Fliegen hast du ja, schleppst du ja sehr stark dein Gewicht mit dir rum. Als an sich, wenn du ja schon so gehst, weißt du? Mhm, klar. Weil du da ja dann wirklich komplett dein Gewicht hast. Du hast zwar so auch schon dein Gewicht, aber ich denke, ich schätze mal, beim Fliegen dürfte es noch ein bisschen krasser sein. Meiner Meinung nach. Klar, das wäre jetzt ein Aspekt gewesen, den ich zum Beispiel noch gar nicht bedacht hätte. Eben. Aber nichtsdestotrotz, es wäre wie gesagt ein sehr toller evolutionärer Fortschritt und es würde mich auch ehrlich gesagt ziemlich interessieren, wie das Ganze dann vonstatten gehen sollte. Vor allem ist das dann, was du ja gerade eben auch sagtest, so ein Fliegen wie Superman, wir können einfach abheben oder ist das so ein Fliegen wie... Du brauchst ein bisschen Anlauffahrt, bis du hochhebst, ja. Genau, oder uns sind Flügel gewachsen? Ja klar, so plötzlich so zack, Flügel da. Ja genau. Was natürlich anschließend sehr interessant wäre für ein Thema, wäre zu besprechen, wäre es möglich, so Superkräfte zu entwickeln wie Spider-Man, Batman oder Superman? Was würdest du machen? Was wäre deine Superkraft so favorisiert? Boah, das ist verdammt schwierig. Ich wüsste... Oh je. Ja. Wie ist es denn bei dir? Ich habe keine Fackeln. Wie ist es? Du willst der Fackelman sein, damit du mal Fackeln hast? Genau, die lebende Fackel von den Fantastic Four. Jo! Genau, Basti, genau. Nee, aber gibt's denn bei dir irgendwas Bestimmtes, wenn überhaupt, wenn das gehen könnte, was du gerne haben wollen würdest?
Ich weiß nicht, es gibt einige Superkräfte, die mich interessieren würden. Aber die Frage ist jetzt, kannst du nur eine Superkraft zur gleichen Zeit haben? Kannst du Ja, ich denke, mehrere entwickelt mehr haben? wär bei mehr ist nicht ein bisschen sehr übertrieben sogar. Das mag sein. Könnte mich aber ehrlich gesagt auch nicht entscheiden, was. Also, weil alles hat seinen Vorteil. Stell mir vor, du bist super stark, dann kannst du die Welt aus den Angeln heben. Kannst du durch Wände gucken, dann hast du natürlich der Blicke. Der Blick, der Blick. Cool. Hast du die Gabe, in die Zukunft zu gucken? Ja, wobei das würde ich lieber nicht machen oder haben wollen. Das wäre jetzt auch so eine Sache, wo ich sagen würde, nee, lass mal, weil man eine Zukunft vorauszuwissen. Nee, wäre, oh, es wird übrigens nachts. Das wäre jetzt so eine Sache, die würde ich nicht unbedingt haben wollen, weil es gibt dann bestimmt so einige Sachen, die will man überhaupt nicht wissen, zukunftsmäßig. Wenn man sie weiß, wer weiß, wie Eben. es dann noch einem geht. Ich meine jetzt zum Beispiel, nur zum Beispiel, du kannst herausfinden, wie lange du noch lebst. Ja, das würde mich ehrlich gesagt auch ziemlich belasten, weil dann wüsstest du ja, ah, okay, gut, wo hättest du jetzt wie in dem Film, Autsch. Ach, wie Ach, hieß wie in dem er? Film, ouch! Ich kenne den gar Ja. nicht. Wie in dem Film In Time, war das das? Wo Weiß die ich Leute nicht. eine begrenzte Zeit hatten und die Zeit immer wieder auffüllen konnten durch Arbeit? Vielleicht kennen Klingt so nach einem Film, den ich nicht gesehen habe. die Zuschauer gerade den Namen, könnt ihr gerne in den Kommentaren posten. Ja, auf jeden Fall in dem Film, auch das war, glaube ich, In Time, haben die Menschen eine Uhr, Intus, also eine Zeitschaltuhr, Intus sozusagen, und da laufen die Sekunden rückwärts. Also Minuten, Tage, Stunden, Das bla. heißt an sich, die können. Wo ist der Zombie? Die können also dadurch ablesen, wie lange die noch hallo, Skelett noch leben oder was? Genau, und die können dann halt durch Arbeit oder indem sie vielleicht sogar in einer reichen Familie sind, Zeit gewinnen. Und Zeit ist quasi Währung. Also da ist auch Zeit die ist Zeit. so gesehen, Ja. wie, beziehungsweise Währung und wie auch. Hast du Zeit? Hast du Zeit, geht's dir gut? Nee, Zeit ist Währung im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie wir jetzt zum Beispiel mit Euro bezahlen, zahlen die halt mit Minuten. Au. So, und das. Oh, cool, eine Enderpearl. ja, und das wäre halt auch wieder so eine Geschichte. Man weiß halt genau, wie lange hätte man noch, und ich glaube, ich würde es gar nicht wissen wollen. Nee, da ich sowieso ein bisschen einer bin, der das Thema selten anschneiden will im Bereich, da hätte ich da auch eher Schiss vor, wenn ich das wüsste. Warte, das hier ist keine tragende Struktur. Das auch nicht. Hier beginnt die Treppe, okay. Es wird Nacht und ich bin 200, über 200 Blöcke von zu Hause entfernt. Ich bin in der Höhle von zu Hause entfernt. Was ist schlimmer? Keine Ahnung. Du bist in der Höhle, du bist da vielleicht ein bisschen safe vor Viechern, weil da weniger Viecher sind. Au. Naja, es geht. Wir sollten aber vielleicht mal so ein bisschen unsere Kisten da ordnen zu Hause. Ja, wir sollten irgendwann mal sowas wie ein Lager besitzen, meiner Meinung nach. Oh nee, ich habe heute auf der privaten Welt schon ein Lager gebaut. Was sogar noch nicht mal so klein ist. Ich hätte übrigens vielleicht noch jemanden, der mit uns aufnehmen möchte, der im Moment meinen alten Account Intus hat. Ich habe mir jetzt mal gefragt,
gefragt heute oder so die nächste Zeit nicht, aber generell Interesse wäre da. Okay. Hm? Okay, sagte ich. Toll. Ja, du. Ich hab einen Emerald. Hey. Mit dem kannst du jetzt sofort alles machen. Ja, ich kann mir jetzt die Welt kaufen. Du bist der Reichste auf diesem Server. Yeah. Natürlich. Bonzenkind und so, ne? Aber sowas von. Ich hoffe, ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, wie ich es gerade selber höre, ey. Wo war denn jetzt? Achso, hier. Ich verbastel mir gerade die Treppe. Ja. Yeah. In welcher Höhle eigentlich genau bist du? Ich bin gerade in der Höhle, in der ich bestimmt schon tausendfach gestorben bin. Ja, genau. Wo du mindestens schon mal 5, dann 13 Tode hast. Ja, irgendwie solltest du auch mal sterben. Dann fühle ich mich vielleicht besser. Verreck, du Luder! Jetzt verreck doch, Mann! So. Vielleicht sollte ich mir mal einen Pilz gegönnen tun. Gegönnen tun? Ja. Ich bin mal auf dem Weg zu dich. Nee, aber die Geschichte, was ich dir auch letztens erzählt habe, mit 1.8, sollten wir wirklich eine Version Review machen oder eine Version Episode? Oh mein Gott, das wird wahrscheinlich eine 4-Stunden-Aufnahme. Ja, die soll ja angeblich, das kann ich ja mal verraten, zum 2. September released werden. Weil die sind ja jetzt schon so weit, dass sie jetzt eine 1.8 Pre-Release draußen haben. Das weiß ich auch. Und soweit ich das heute sogar gelesen, also heute nicht, sondern gestern oder wann gelesen hatte, der Evil Zeph. Ach, jetzt kommen wir nicht bitte mit den Buckets. Ich habe das auch gelesen und ich bin zurzeit ein bisschen überfragt, was da jetzt genau passieren wird, weil im einen Moment heißt es ja, wir machen's, im anderen Moment heißt es nein, es wird nicht weitergeführt, im nächsten Moment heißt es, dass es dann schon wieder jemand anderes macht und bla bla bla. Ja, das hat mich halt auch gewundert, weißt du, du stehst morgens auf und liest ein bisschen in Twitter rum und auf einmal kommt dann so eine Meldung, Ihr Support Bucket wollte, da der Typ, der Bucket entwickelt, der kann nicht einfach so abspringen in dem Sinne. Ja, weil wohl Bucket zu Mojang an sich schon von vornherein gehört hat. Angeblich soll wohl Dinnerborn von vornherein da schon immer mitgearbeitet haben, bis er Dinnerborn selbst zu Mojang gewechselt ist und bla bla bla. Ich blick da nicht so ganz durch. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass der Evil Zeph das im Moment so gemacht hat. Und dass der eigentlich auch immer sehr viel gepostet hat. Hey, ich entwickle das gerade weiter und bleibt man auf dem Laufenden. Ja gut, die Sache ist jetzt ja, dass die, wenn ich mich nicht komplett täusche, mit der 1.8 ja auch diese neue Euler da auftaucht. Und die ist ja komplett neu gestrickt in vielen Sachen, die erlaubt sind und viele Sachen, die ja nicht mehr erlaubt sind. Ups. Und scheinbar gibt es wohl in diesen Punkten Defizite, die dazu führen, dass eigentlich hätte Bucket weitermachen können. Kann ja sein. Und da kann man ihn, wie gesagt, jetzt auch verstehen, dass er sich dann so denkt, ja, das lohnt sich dann jetzt ja auch nicht, wenn laut das und das nicht mehr gemacht werden kann und bla, weißt du. Ja gut, auf der anderen Seite, sie wollten eigentlich schon seit 1.5 Release, wollten sie in die normale Minecraft-Geschichte,
Bucket. Die Plugin-API reinbasteln. Ach du, weißt du, wie lange die daran schon am Arbeiten sind? Weißt du, ich bin mir bis heute noch nicht mal sicher, ob die das mit der Namensänderung auch wirklich jetzt so einfügen können, wie es ist, wie sie es ja für die 1.8 erst gesagt haben und bla. Wart mal grad bitte. Jetzt fängt das wieder an. In den Aufnahmen haut der Werte her einfach ab. Gut, dann mache ich erstmal alleine weiter und guck mal, ob hier noch irgendwo was ist oder ob ich mich einfach jetzt... Ich glaube, ich grab mich jetzt einfach mal selber nochmal rund.